Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 12 Monaten habe ich mit Blick auf die wirtschaftliche Lage darauf hingewiesen, dass ein schwieriges Jahr vor uns liege, wir aber dafür sorgen könnten, dass es kein schlechtes werde. Ich denke, das ist uns gelungen. Trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen, die es allen Kommunen zunehmend schwerer machen, ihr Dienstleistungsangebot aufrechtzuerhalten, ist Heppenheim 2010 sogar weiter vorangekommen. Das lässt sich an vielen Verbesserungen ablesen, die das vergangene Jahr gebracht hat. Mit der Aufnahme in das Förderprogramm Aktive Kernbereiche haben wir eine gute Basis geschaffen, unser Zentrum städtebaulich zu optimieren. Die im letzten Jahr erfolgte Einrichtung der Stelle eines außerhalb der städtischen Verwaltung tätigen City Managers steht für das Bestreben, die Ideen und Energien der verschiedenen Betroffenen und Beteiligten für die Entwicklung dieses wichtigen innerstädtischen Quartiers fruchtbar werden zu lassen. Die als Idealbild vielgerühmte Urbanität braucht lebendige Vielfalt, und solche Vielfalt, meine sehr geehrten Damen und Herren, lässt sich nicht planerisch installieren. Sie muss gelebt werden und Ausdruck finden können. Wir haben hierfür in unserem Stadtzentrum beste Voraussetzungen und werden in den nächsten Jahren weiter erleben können, was sich daraus gemeinsam machen lässt. Gesundheit, ja. Hier im Amtshof, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden in naher Zukunft die Einweihung des renovierten Saals im Marstallgebäude können wir dort feiern. Damit wird unserer lebendigen Heppenheimer Kulturszene ein weiterer Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt und zugleich etwas für die Erhaltung dieses wertvollen Baudenkmals hier im Amtshof getan werden. Der Magistrat hat sich dafür entschieden, diesen neuen Raum ausschließlich für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Schon die Rücksicht gegenüber den Anwohnern hier bei uns in der Altstadt gebietet ist, zusätzliche Verkehrs- und Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten. Meine Damen und Herren, leider ist der traditionsreiche Winzerkeller hier unter dem Kurfürstensaal derzeit zwar noch verpachtet, aber er steht leer, weil hier einerseits Sanierungsbedarf gegeben und andererseits ein angemessenes Niveau der Gastronomie zu halten ist, bedarf es einer Entscheidung sehr gründlicher Vorbereitung. Wir sind aber zuversichtlich, dass der Winzerkeller als gastronomischer Betrieb eine Zukunft haben wird und gehen deshalb optimistisch in die Gespräche mit den Interessenten hierfür. Ein Gasthaus mit noch längerer Tradition wird demnächst hier in Heppenheim wieder eröffnet werden, der Halbe Mond. Die Verzögerung bei den Sanierungsarbeiten hat nochmals gezeigt, wie schwierig und aufwendig die Restaurierung dieses historischen Gebäudes ist und wie froh wir sein müssen, dass das Ehepaar Streit diese komplexe und risikoreiche Aufgabe auf sich genommen hat. Wir freuen uns darauf, demnächst endlich die neue Epoche in der Geschichte des Halben Mondes erleben und dort angenehme Stunden verbringen zu können. Einen weiteren städtebaulichen Akzent im Zentrum Heppenheims haben wir im vergangenen Jahr mit dem Umbau des früheren Katasteramts in der Karlstraße zum Haus der Jugend setzen können. Dank der mit der Denkmalpflege abgestimmten, auf das bauliche Umfeld Rücksicht nehmenden Außengestaltung ist aus diesem ehemaligen Bürogebäude zusammen mit der Außenanlage eine weitere Bereicherung des Quartiers rund um den Postknoten gelungen. Vor allem aber hat die neue Kindertagesstätte die soziale Infrastruktur unserer familienfreundlichen Stadt erneut verbessert. Wir können hier in Heppenheim den Familien mehr Leistung, zum Beispiel durch erweiterte Öffnungszeiten zu gleichgebliebenen Betreuungsgebühren, anbieten. Es ist ein erfreuliches Signal gewesen, dass unsere Stadtverordnetenversammlung hier trotz aller finanziellen Nöte auf höhere Einnahmen von den Eltern verzichtet hat. Auch die Jugendpflege hat im Haus der Jugend ein neues Domizil gefunden, das nicht weniger zentral gelegen ist als zuvor das sogenannte B3, dass Jung und Alt in der Mitte unserer Stadt ihren Platz haben und nicht nur Handel und Gewerbe, nicht nur Konsum und Geldwirtschaft, das entspricht dem Bild, das wir uns von einer menschengerechten Stadt machen. Jede und jeder in unserer Stadt
ist an jedem Tag aufs Neue eingeladen, dabei mitzumachen. Deshalb ist es uns auch so wichtig, die jungen Menschen, die sich selbst eher am Rand halten, nicht einfach sich selbst zu überlassen. Jugendarbeit soll nicht in Zwangsbeglückung ausarten, aber sie muss das Gespräch auch mit denen suchen, die nicht von selbst in ihre Einrichtungen kommen. Wie Sie wissen, haben wir deshalb eine Stelle für aufsuchende Jugendsozialarbeit eingerichtet, die ihren Sitz gleichfalls im Haus der Jugend finden soll. Dass diese in Trägerschaft des Caritasverbandes eingerichtete Stelle im Moment vakant ist, kann auch als Symptom für die Schwierigkeit der Aufgabenstellung gesehen werden. Wir gehen aber davon aus, dass diese Stelle bald wieder besetzt sein wird und dann der Jugendsozialarbeiter auch hier seine vorgesehene Arbeit aufnehmen kann. Zu den Schwerpunkten der städtischen Investitionstätigkeit gehörte auch im vergangenen Jahr die energetische Optimierung städtischer Liegenschaften. Bei der Sanierung zum Beispiel der Schlossberghalle in Hambach haben wir damit durchaus auch etwas für die Optik getan, vor allem aber den Energieverbrauch um die Hälfte reduziert. Das ist gut sowohl für unsere Klima- wie auch für unsere Kassenbilanz. Es ist auch ein Beispiel dafür, dass kluges Sparen nicht darin bestehen kann, notwendige Investitionen in den Substanzerhalt öffentlichen Eigentums immer weiter aufzuschieben oder gar ganz zu unterlassen. Wirtschaftliches Denken mit weitem Horizont ist gefragt und da sind wir meines Erachtens auf dem richtigen Weg. Dafür steht auch die Ansiedlung des Amtes für Bodenmanagement, mit der Heppenheims Position als Verwaltungsstandort gestärkt wird. Dafür steht die im Bau befindliche Vitos-Klinik, mit der unsere Stadt eine bis in die 1860er Jahre zurückreichende Geschichte als Standort zeitgemäßer psychiatrischer Versorgung fortsetzen wird. Und dafür steht vor allem, dass wir zukunftsfähige Gewerbebetriebe in Heppenheim halten und zusätzliche hier bei uns ansiedeln können. Mit der Firma ESM haben wir im Gewerbegebiet an der Tiergartenstraße ein weiteres leistungsstarkes Unternehmen angesiedelt, für dessen Neubau in den nächsten Tagen der Grundstein gelegt werden wird. Qualifizierte Arbeitsplätze werden dort entstehen und wir können mit gutem Grund davon ausgehen, dass die Standortvorteile des Heppenheimer Westens noch weitere Betriebe in unsere Stadt ziehen werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle deutlich sagen, dass die Ansiedlung von Gewerbebetrieben kein Selbstzweck ist. Es gilt nicht, in einer Schönheitskonkurrenz mit anderen Städten Punkte zu sammeln. Es gilt für uns, die richtigen Betriebe nach Heppenheim zu holen. Betriebe, die qualifizierte Arbeitsplätze bieten, die ausbilden, die ihre Umwelt nicht mit Lärm und Abgasen belasten. Die gelben Seiten unserer Stadt sind ein Katalog starker, wettbewerbsfähiger Unternehmen. Wir werden dafür sorgen, dass das so bleibt und der Katalog noch an Umfang gewinnt. Mit der kürzlich eröffneten Stadtbuslinie ist das Serviceangebot für Einheimische und Besucher nochmals erweitert worden. Bezahlbare öffentliche Nahverkehrsmittel gehören im Grunde zum Pflichtprogramm einer familienfreundlichen Stadt und wir sind froh, hierfür geeignete Vertragspartner gefunden zu haben. Wie die Ergebnisse der jüngsten Ausschreibungen für die Ruftaxilinien gezeigt hat, ist das bei dem heutigen Kostendruck durchaus nicht selbstverständlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Ende seiner Wahlperiode hat der Heppenheimer Ausländerbeirat im letzten Herbst seine Tätigkeit eingestellt. Den Mitgliedern des Beirats möchte ich an dieser Stelle für ihr Engagement danken. Da keine Wahlvorschläge eingereicht wurden für einen neuen Ausländerbeirat, haben sie auch keine Nachfolger. Die Ausländerbeiratswahl musste dementsprechend auch dann abgesagt werden. Dies darf allerdings nicht und wird auch nicht dazu führen, die spezifischen Interessen der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bei der kommunalpolitischen Entscheidungsfindung unberücksichtigt zu lassen. Ich bin mir sicher, dass auch in der neu zu wählenden Stadtverordnetenversammlung, in den Ortsbeiräten und im Magistrat die hier erforderliche Sensibilität und Kompetenz vorhanden sein werden. Es gab im Jahr 2010 in unserer Stadt auch etliche Gründe zu feiern. Ich nenne hier das Jubiläum unserer städtischen Musikschule, die auf 30 Jahren erfolgreiche Arbeit zurückblicken konnte.
aus den Schülerinnen und Schülern der ersten Jahre sind mittlerweile Eltern geworden, die ihren eigenen Kindern in der Musikschule eine solide musikalische Ausbildung und Freude am gemeinsamen Musizieren vermitteln lassen. Kostproben vom Können, das hier erarbeitet wird, gibt es nicht nur hier bei städtischen Empfängen wie heute, sondern auch bei den regelmäßigen Rathauskonzerten. Die Institution Musikschule nimmt damit einen festen Platz im kulturellen Leben unserer Stadt ein und wir freuen uns auch in Zukunft auf die Klänge, die sie uns in Heppenheim beschert. Mit Sebastian Vettel ist ein Heppenheimer jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten geworden. Dass der junge Champion schon eine Woche nach dem entscheidenden Rennen seiner Heimatstadt einen Besuch abgestattet hat, war ein schönes Zeichen der Verbundenheit. Und unsere Stadtverwaltung hat erfolgreich den Kraftakt bewältigt, diesen Empfang so kurzfristig zu organisieren. Über 10.000 Menschen kamen auf den Europaplatz, darunter viele Journalisten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Auch an diesem Tag hat sich Sebastian Vettel als sympathischer Repräsentant unserer Stadt gezeigt, wie er das inzwischen seit Jahren auf allen Kontinenten tut. Dass er, wie mancher andere 23-Jährige auch, nicht mehr in seiner Geburtsstadt lebt, ändert daran übrigens gar nichts. Die Stadtverordnetenversammlung hat Sebastian Vettel deshalb das Ehrenbürgerrecht unserer Stadt verliehen und wir hoffen, dass sein enger Terminplan es möglichst bald zulässt, diese Ehrung hier in einer Feierstunde entgegenzunehmen. Wir wünschen natürlich unserem Champion auch für 2011 alles Gute. Dieses Jahr entscheiden der Stadtverordnetenvorsteher Philipp Otto Fock, hatte es vorhin schon angesprochen, die Wählerinnen und Wähler darüber, wer in den kommenden 5 Jahren in der Stadtverordnetenversammlung die Geschicke unserer Stadt bestimmen und wer die nächsten 6 Jahre als Bürgermeisterin oder Bürgermeister an der Spitze der Stadtverwaltung stehen wird. Manche verdienten ehrenamtlichen Kommunalpolitiker werden in der neuen Wahlperiode nicht mehr den städtischen Gremien angehören. Ihnen sei auch an dieser Stelle gedankt für Ihren Einsatz und Ihr Engagement für das Gemeinwohl. Bei allen Meinungsverschiedenheiten und Kontroversen ist es doch im Kern immer darum gegangen, die für unsere Stadt besten Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche uns allen, dass wir dies auch im bevorstehenden Wahlkampf nicht aus den Augen verlieren und mit klaren Aussagen, aber auch mit Fairness den Wettbewerb um die Wählerstimmen austragen. Meine Damen und Herren, wegen des Wahlkampfs wird die gemeinsame Arbeit an der Zukunft von Heppenheim nicht liegen bleiben. Am Mittwoch steht die erste Magistratssitzung des neuen Jahres an. In der nächsten Woche tagt dann auch der Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss schon wieder. Was sich im neuen Jahr nicht geändert hat, sind die insgesamt besorgniserregenden finanziellen Rahmenbedingungen der kommunalpolitischen Arbeit. Fehlendes Geld lässt sich nur in sehr begrenztem Umfang durch gute Ideen ersetzen. Aber soweit dies möglich ist, werden wir gemeinsam auch 2011 dafür sorgen, dass dies für unser Heppenheim ein gutes Jahr wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.